Erschreckendes gilt es, aus Valusa zu berichten. Wie aus einem überkochenden Topf brach sich lange Schwänge und Ungemach ihre Bahn. Um dem Leser die Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist ein Blick in die Stadtgeschichte unumgänglich. Die Legende berichtet, dass die Stadt dem Untergang geweiht war, weil Effard den Städtern zürnte. Woge um Woge sandte er gegen die Stadt. Ein zwergischer Baumeister rief sein Volk um Hilfe und in nur 3 Monaten errichteten sie ein gewaltiges Mauerwerk, welches dem Meer trotzte. An der Stelle jedoch, wo die Stadt am tiefsten in das Meer hineinreicht, erbauten sie zu Ehren Angroschs einen Turm. Jenen Turm, in dem heute der Ingrim-Tempel beheimatet ist. Nimmer, so weiß die Legende weiterhin zu berichten, darf ein Gebäude den Tempel überragen. Ingrims Stärke und Kraft würde den Mauern entzogen, die Stadt in den Fluten versinken. Immer wieder gab es in der jüngeren Vergangenheit Versuche, die alte Tradition zu missachten. Doch die Stimmen der Mana, zuvörderst Zwerge und Ingrim-Kirche, hatten Gewicht. Sorry, mein Laptop ist zu klein. Ein bis heute unerklärliches Feuer beendete den bisher einmaligen Versuch, ein Gebäude mit nahezu gleicher Höhe zu errichten. Die beiden obersten Stockwerke brannten dabei hernieder. Ein weiterer Versuch, den Wohnturm zu beziehen, endet in wütenden Attacken der Traditionalisten und Zwerge. Im Hesindemond konnte ich beobachten, dass die Stimmung zunehmend gegen die Baugegner umschlägt. Flüchtlinge, die in den mit Unrat übersäten, qualvoll engen Gassen ihr Dasein fristen, nahmen dankbar die Worte derjenigen auf, die auf eine Erhöhung der Bauten drängten. Der Rat der Freien Stadt, bis dahin Verfechter alter Traditionen, sah sich aufgrund zunehmender wirtschaftlicher Abhängigkeiten vom Bornland vermehrten Beeinflussungen ausgesetzt. Eifrige Verfechter wieder Tradition entfachten die Glut. Die dann im Feuer des Aufruhrs endeten. Wo alles an jenem Tag im Hesindemond begann, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Ein Gerücht beherrscht die Stadt. Ingrim-Kirche und Zwerge hätten die Stadtväter von einer Ablehnung der Bauvorhaben überzeugt. Kundige Redner legten Zeugnis davon ab, beschworen, beste Informationen zu haben. Traditionalisten wurden beschimpft, erste Fäuste flogen. Auf dem Zwergenplatz und zur Marktstraße hin entwickelten sich handfeste Schlägereien. Erste Messer blitzten. Büttel, um Ordnung gedacht, wurden der wüsten Keilerei nicht mehr Herr. Erhielten schlimmste Prügel. Adariten erschienen, konnten aber zunächst nicht mehr alle Brandherde, die mittlerweile über das ganze Stadtgebiet verteilt waren, löschen. Betrunkene Randalierer versuchten gar, den Ingrim-Tempel zu stürmen, was ihnen von den Andariten aber nachhaltig verleidet wurde. Es bedurfte bis zum nächsten Tag, dem entfesselten Zorn beider Seiten Einhalt zu gebieten. Hätte der Feind vor den Toren gestanden, nichts hätte Valusa dem entgegen gehabt. Viele Verwundete, ein toter Angroscho und eine verwüstete Stadt sind die Bilanz des Tages. Die Stadt gleicht jetzt, wo in dieser Zeile niederschreibe, einem blutdürstigen Tier, welches nun ruht und darauf lauert, wieder zuzuschlagen. Zwerge sind nur noch in schwer bewaffneten Gruppen unterwegs. Adlige, Kaufleute und Händler haben mit den Söldlingen umgeben. Fieberhaft wird in Gesprächen nach Möglichkeiten gesucht, die Stadt zu befrieden. Die Geweihten der Stadt haben sich ebenfalls zur Beratung zusammengefunden. Die Kirche des Feurigen hat verlauten lassen, der Wille Ingrims sei Gesetz und nimmer werden sie wieder seinen Willen handeln. Unklar ist weiterhin, wer ein Interesse daran hatte, die Stimmung derart aufzuheizen. Über den weiteren Verlauf werden wir berichten. Ja, der Mann mit dem Stumpen schaut dich so ein bisschen an, nickt dir zu. Ja, gut, oder? Sieht so echt ein bisschen stolz aus. Oh, und Mokel, das ist der Zwerg da vorne, er hält halt fast jeden Abend die gleiche Rede. Hier steht, es sei unklar, wer die Stimmung derart hätte aufheizen versucht, naja, oder zu wollen versucht. Habt ihr vielleicht eine Ahnung? Ihr wisst doch bestimmt mehr darüber. Naja, also Mokel hält zwar ständig eine Rede, aber ich weiß nicht genau, ob er der Erste war. Zumindest ist er mittlerweile der Redensführer, das Gesicht des Ganzen. Aber eins weiß ich, er klopft einmal
Es sieht fast so aus, als würde er mit einer unsichtbaren Faust auf den Tisch schlagen. Die fehlt ihm allerdings, wie gesagt, nur noch ein Stumpen. Und dann schlägt er mit seinem Ellenbogen, beziehungsweise mit seiner Elle und Speiche dann auf den Tisch. Eins weiß ich, wenn wir diese Stadt nicht verlieren wollen an die Schwarzen Lande, dann muss der Turm von Liebnega abgerissen werden. Ich verstehe. Und wie groß ist die Gruppe? Ich meine, derer, die das unterstützen. Sieh dich halt um, Kind. Wie gesagt, wir dürfen nicht mehr auf dem Marktplatz sein, gerade nicht mehr zu dieser Sperrstunde. Aber, naja, du kannst dich umsehen, es ist wie gesagt proppevoll, ziemlich warm. Auch noch ein großer Kamin, der wenig brennt, also du kannst dich so ein bisschen umsehen. So viel Brennmaterial ist gar nicht da und es wird auch gar nicht so viel Wasser getrunken, so viel Bier. Die Leute sind nicht unter alkoholischem Einfluss. Es scheint gar nicht so viel Alkohol da zu sein. Aber eingeheizt oder aufgepeitscht sind sie trotzdem. Ah, ich dachte, Angoschinen trinken, wenn sie aufgeregt sind, immer viel Bier. Ich sehe hier gar nicht so viel. Wir haben nichts. Wir Warum habt ihr müssen Engpässe bei der Lieferung? schon seit langer, langer Zeit. Das Wasser aus der Misa ist brackig, das können wir nicht trinken. Wir haben quasi immer Probleme mit dem Trinkwasser, aber seitdem die Schwarzen Lande da sind, ist es noch weniger geworden. Und jetzt im Winter haben wir auch kein Brennmaterial mehr. Wir müssen das Wasser teuer einkaufen aus dem Norden. Denn Ich normalerweise verstehe. könnte man auch den Schnee oder sowas einschmelzen, aber seitdem der Schnee entweder blutig oder schwarz ist, geht auch das nicht mehr. Und ihr kauft es aus dem Norden, sagtet ihr? Woher genau? Weiß ich nicht. Irgendwelche Händler, die über die nördliche Brücke nach zu uns kommen. Ich verstehe. Nun, wird das hier dann noch als Freudenhaus genutzt oder finden hier zu dieser Ja. Zeit nur noch Versammlungen statt? Nein, nein. Du kannst ja eine von den Jungs nehmen. Schau dich einfach um Tresen um die Lehnen dagegen und die mit dem Halsband. Die kannst du dir nehmen und dann gehst du nach oben. Ah, nein, das war gar nicht mein Interesse. Ich Aber bist du wollte einfach selber nur so eine? fragen. Schau dich Nein, an. nein. Also, dich hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet, dass du eine Nutte bist. Nein, nein, bin ich auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur ein bisschen neugierig gewesen. Ich bin fremd hier in der Stadt und ich finde es immer toll, wenn sich Leute für etwas einsetzen und dass sie glauben, wisst ihr? Ja. Strahlen einfach mal an, am Motto so, ja, toll. Er nickt dir zu. Ja, der Mann hat wirklich gar nicht mehr so viel zu sagen. Dein Interesse fällt jetzt viel mehr wieder auf den Zwerg, denn der hat sich jetzt, woher auch immer, eine Fackel genommen und schwenkt diese Fackel jetzt innerhalb dieses Bordells, der Taverne, hier unten auf dem Tisch stehend, hin und her und schreit weiter, kreischt. Der Feuer ist heilig von Angrosch. Wir müssen ihn verteidigen. Wir müssen den Feuerturm verteidigen. Wir müssen das Handelskontor niederbrennen. Ich unterstütze ihn, wenn er meint, er muss dann das Konto niederbrennen. Ich sag da nichts zu. Ja, Ich höre mir das noch ein bisschen an. er springt vom Tisch runter und läuft mit der Fackel nach draußen. Plötzlich wird Ja. es sehr, sehr still in diesem Kontor, denn viele, viele folgen. Ich würde Der auch mal so, Mann, der neben dir yay, sitzt, machen ja, und der Mann, der neben dir rausgehen. sitzt, geht ebenso raus. Ich gehe mal raus und hey, und dann versuche ich mich möglichst schnell auf die Socken zu machen und meine Seefahrer wieder zu finden. Weil anscheinend ja, ein paar haben sich jetzt in dem Bordell vergnügt, aber die Ja, Mehrheit ist ja vielleicht noch du woanders. siehst so, dass ungefähr 50% von deinen Seefahrern, die haben sich von der Rede anstecken lassen. Also der Zwerg ist durchaus charismatisch und So! pf, du kannst ihn noch erkennen. War das nicht euer Ausguck? Moment, wie hieß er? Hat seinen Namen sogar auf der Mütze. Ah, wie hieß der Junge? Örnen, richtig. Örnen, du kannst auch sehen, wie Polter, er holt gerade seinen Flachmann raus und gibt einen Schluck an einen Unbekannten, auch irgendwie einen Seefahrer. Der trinkt erstmal den Schluck gierig aus, leert den Flachmann, gibt ihn dann Polter zurück. Die laufen jetzt auch gerade mit. Dann nehme ich mir mal einen der Älteren raus. Washer. Hi, hallo, ihr könnt doch jetzt nicht mitgehen.
Was? Warum nicht? Er hat doch recht. Wir müssen die Stadt beschützen. Ja, aber ihr seid doch jemand anderem verpflichtet, nämlich dem Captain, oder nicht? Also ich Ja, würde mich das nicht trauen. irgendein Typ drückt Polter gerade einfach einen Stab in die Hand. Es riecht so ein bisschen nach Öl, Teer, Tran. Und dann siehst du, wie die obere Spitze dann von diesem Holzschock auch angezündet wird und Polter plötzlich auch eine Fackel in der Hand hat. Warte, ich meine, überleg doch mal, ist es nicht unter Strafe? Also, wenn wir dabei erwischt werden, dann kriegen wir ganz doll Ärger. Mach das lieber nicht. Du weißt doch keiner, wie ich heiße oder wer ich bin. Keine Ahnung. Aber ihr seid doch mit uns angekommen, ihr wurdet doch von den Wachen untersucht. Die kennen doch Schau eure dich mal um, Gesichter. Wascha. So viele Leute wie hier sind. Er deutet auf die Straße. Es ist mittlerweile auch gar nicht mehr so kalt. Es schneit immer noch, aber es sind einfach unglaublich viele Fackeln gerade neben dir. Wo Ich kommen die meine, ganzen ganz Fackeln ehrlich, her? seid ihr nicht müde? Ihr habt die ganzen letzten Tage Doppelschichten geschoben und jetzt habt ihr noch genug Kraft, hier irgend so einen Turm niederzubrennen? Was ist denn los mit euch? Wollt ihr nicht mal Spaß haben und, weiß ich nicht, mit einer Frau schlafen oder so? Ist doch Spaß. Mal ganz im Ernst. Also, ficken kann ich auch später noch. Aber irgendein Haus anzünden, das kriege ich in Kodium nicht geboten. Also habt ihr euch doch nicht so verausgabt, dass ihr jetzt nicht mehr die Kraft habt, ein Haus anzuzünden. Wer schaut so ein bisschen auf den Boden? Ja, naja. Also, ist halt schon schwer. Stellt euch vor, das kommt raus und das kriegt der Captain mit. Das wollt ihr doch nicht wirklich. Naja, Jetzt mal was? ganz im Ernst. Warum solltest du es dem Käpt'n sagen? Weiß doch Nein, keiner. ich meine, stellt euch vor, der aventurische Bote berichtet darüber und weiß ich nicht. Stellt euch vor, es kommt irgendwie raus. Sowas kommt immer raus. Mokel hat Immer so eben ein bisschen gesagt, streng mütterlich. Mokel hat schon eben gesagt, die stehen schon im aventurischen Boden. Das ist doch voll klasse. Ja, eben, stellt euch vor, es kommt alles raus, dann was der Captain mit euch macht. Ja, mittlerweile bewegt sich dieser Mob wütend, aufgebracht, hasserfüllt. Einige Leute zünden auch gerade einen aventurischen Boten an. Leute treten gerade so einen Poller, so einen Pfosten vom Hafen um. Einfach so, weil er daneben steht. Also diese ganze Prozession bewegt sich gerade. Du weißt gar nicht, wohin die überhaupt gehen. Irgendwohin, wohin die schon wollen. Also die haben Thorsten, ja ich irgendwas würde vom gerne Tor mal auf gesagt. Rechtskunde würfeln, was die für eine Strafe erwartet, wenn dabei erwischt werden. Kann ich das machen? Klar, kannst du machen. Oh, Ich Doppel bin so eins. schlau. Ja, also Ach du Scheiße. Brandstiftung, hoch illegal. In Schweden, wo mit Holz gebaut wird, da musst du gar nicht so sehr dicht bauen, damit das Feuer übergreift. Aber gerade auf sowas wie der Insel, wo man unbedingt dicht bauen muss und dann auch hochbauen muss, denn das ist ja das eigentliche Problem. Die Insel ist nur begrenzt besiedelbar. Und wenn der Platz halt weg ist, dann musst du hochbauen. Und das ist wohl auch das Problem, was jetzt die Liebnäger hat. Wenn er sich nicht ausdehnen kann zur Seite, dann muss er sich nach oben ausdehnen. Und dabei hat er wohl aus Versehen diesen Feuerturm überragt. Also den Ingrim-Tempel. Ihr könnt den Turm doch auch einfach ein bisschen oben abhacken, aber ihr wisst, dass es eine schwere, schwere Strafe gibt, wenn ihr das tut. Ich meine, wenn ihr da erwischt werdet, das kann im schlimmsten Fall, was ist der schlimmste Fall, Kopf kosten? Definitiv, ja. Das kann Brandstiftung, im dafür zu schlimmsten gehen. Fall euren Tod bedeuten. Ich meine, ist euch das wert für irgend so einen Turm? Lasst doch die anderen den Turm abfackeln. Ja, mittlerweile seid ihr auf der großen Marktstraße. Der Mob hört natürlich nicht auf dich. Du hast gerade nur das Ohr von dem alten Polter. Der schaut dich an, gibt die Fackel weiter. Das heißt, das ist es nicht wert. Ja, hol doch die anderen zurück. Ja, er schaut einmal zu Ernen. Ernen, hast du gehört? Wenn wir da erwischt werden, dann gibt's Ärger. Du kannst auf der anderen Seite sehen, wie da wohl zwei Stadtwachen stehen und euch zugucken. Die haben wohl keine Lust gegen. Ah, wie viele Leute seid ihr? 30? 40? So, die 40 Leute, die jetzt spät abends, spät nachts in den Straßen stehen. Mindestens die Hälfte davon hat Fackeln, die anderen haben irgendwelche Äxte, Beile, Knüppel in der Hand. Und ja, die beiden Stadtwachen, die stehen da und schauen sich das an. Ja, mich interessieren erstmal nur Leute vom Schiff. So, also, weil der Rest ist jetzt gerade, ich meine, da sollen ja den Turm abfackeln. Ich wohne hier nicht, ich habe nichts mit der Stadt Ja, am Hut. Die alles Fackeln klar. müssen die halt fackeln. Ja, ich Ja, möchte also versuchen, auf meine alle Leute. Fälle, du kannst, jetzt mit der Rechtskunde erlaube ich dir das, kannst du da genug Überzeugungsarbeit leisten, dass zumindest deine Matrosen da kein Blödsinn machen. Ne? Also Gut. du siehst ja noch wohl im Kopf, wie da der Helmer Hakenhand dabei ist. Der unterhält sich dann auch noch kurz mit Tystan und ja, dann gehen die auf alle Fälle nicht mehr dahin, kannst du kurz überzeugen.
Dann sind es halt nicht mehr 40, sondern nur noch 36 Leute. Okay. Ja, die würde ich dann auch zurück ins Hurenhaus schicken, würde ihnen halt sagen, so ein schönes Mädel wäre da viel spaßiger und dann könnt ihr auch irgendwo schlafen und da und was weiß ich, was ich alles sagen würde. Und dann würde ich mal gucken, ob ich die anderen finde vom Schiff, wo die sich so rumtreiben. Ja, wo willst du die denn finden? Du hattest gesehen, dass sie sich irgendwie mit einer Hesinde Geweihten Ich unterhalten meinte hatten? die anderen Matrosen Ach, die anderen erstmal, weil das waren Matrosen. ja jetzt nur vier Seeleute, hast du gesagt, die da mitmarschiert Ja, sind und die anderen sind irgendwie bei den Matrosen die anderen sind und. höchstwahrscheinlich oben in den im Bordell. Haben sich dann wahrscheinlich noch ein Mädel geschnappt oder einen Jungen, je nach Vorliebe. Ich würde mal gucken, wo Ugdan ist. Ob ich den sehe irgendwo. Den siehst du nicht. Den sehe ich nicht, okay. Mittlerweile kannst du splitternde Holztüren erkennen. Mokel, Sohn des Tabuk, ist gerade reingelaufen in dieses Händlerkontor. Du kannst sehen, wie er dann mehrere Mehlsäcke rausholt und schlitzt dann diesen Sack auf. Verteilt ihn auf der Straße. Du kannst sehen, wie einige andere wohl auch in das Innere des Kontors gelaufen sind und plötzlich splittert Glas. Irgendjemand wirft einen ganzen Schreibtisch auf die Straße. Dabei werden zwei Leute verletzt, die dann unter dem Schreibtisch begraben werden. Das scheint die Menge aber nicht zu stören und weitere Leute laufen in dieses Kontor hinein. Okay, ich laufe mal zum Verletzten hin. Ja, total begraben unter diesem Schreibtisch, wie gesagt. Kannst auch nur sehen, wie hat er gerade ein Tintenfass mit Feder in seiner Brust. Oh Gott, wie eklig. Ja, er windet sich gerade, kann sehen, wie seine Beine eingequetscht sind. Halt still, ich versuche dir zu helfen. Ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch. Ja, du kannst sehen, wie neben ihm eine Fackel liegt. Das habt ihr nun davon. Ja, ich würde mal versuchen, trotzdem ihm zu helfen und ihn da irgendwie in den Schreibtisch wieder hochzuwuchten oder sonst. Wie stehen die Wachen immer noch? Also sind die quasi in der Rufweite? Die sind in Rufweite, du kannst aber sehen, wie die sich jetzt gerade in so eine Gasse drücken und sich das nicht weiter angucken. Die greifen aber auch nicht ein. Ich will nur, dass sie mir helfen, den Schreibtisch darunter zu holen. Deswegen, Und... Nee. ihr da! Nee. Die gucken dich an, schütteln nur mit dem Kopf und verziehen sich. Ich möchte mir ihr Gesicht einprägen. Das kannst du Einfach versuchen. so. Ja, kannst du versuchen. Okay, ich versuch's. Und dann würde ich halt irgendeinen von meinen Seelen, die ich mal bequatscht habe, wenn die noch da sind, anweisen, quasi mir zu helfen, zumindest den Schreibtisch von ihm runterzunehmen. Denn danach können sie ja meinetwegen zu den Frauen gehen. Okay, würfel mal eine Heilkunde Wunden. Jo. Und dann schauen wir mal, was bei den anderen passiert. Im Haus Drachenstein. Ja, ihr habt gerade noch irgendwie sowas wie einen leckeren Tee bekommen, aufgesetzt. Die Betten sind tatsächlich ziemlich gemütlich. Wenn ihr wollt, Einzelzimmer, ansonsten auch gerne Doppelbettzimmer. Wie ihr wollt. Ist genug Platz da. Ich habe in diesem Abend noch zwei Dinge zu tun. Was will denn Prädigiat? Boah, was könnte man noch tun? Also ich würde auf jeden Fall. Wie spät ist es? Ist schon spät, oder? So um die ja, 22. Stunde mittlerweile. Draußen ist es stockdunkel. Okay, aber nichtsdestotrotz würde ich gerne schon mal, bevor ich schlafen gehe, zumindest mal mir so ein erstes Bild von diesem Ort machen, von diesem Tor, wo dann in 2 Tagen die Übergabe stattfindet. Ja, es ist natürlich ziemlich anstrengend gewesen auf See. Willst du vorher den anderen sagen, dass du losgehst oder gehst du alleine? Ja, definitiv. Also, Bruder, Schwestern, ich werde mich jetzt ein wenig in der Stadt umsehen und schon mal sehen, wo sich dieses Tor befindet. Na, sollten wir da nicht morgen alle mit den Ortskundigen hin? Oder? Ja, sicher, aber so müde, dass ich jetzt sofort ins Bett gehen müsste, bin ich noch nicht. Da kann ich auch noch einen kurzen Spaziergang machen. Na gut, aber verlauft euch nicht. Würde dich etwas gesellschaftlich stören, Bernicia? Kannst du gar nicht. Komm mit, er verdient. Alles klar. Irland, dann gute Nacht. Ich erwarte euch trotzdem bei Sonnenaufgang auf den Bäumen. Natürlich. Puh. Hast du schon mal von diesem Everton gehört? Von dem Horn? Mhm. Ja, eben gerade bei der, naja, bei diesen, bei dieser, bei diesem Gottesdienst. Ich hoffe mal, dass Valusa
stehen bleibt, geschützt durch dieses Horn. Ich glaube ja nicht, dass so ein einzelnes Horn eine ganze Stadt schützen kann. Naja, das heißt, wenn man reinpustet, also während man reinpustet und ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Lieder drauf spielen kann, aber irgendwie drauf rumtutet, dass dann halt Dämonengezücht verschreckt wird. Ich meine, diese Hörner kann man ja ewig weit hören. Dann könnte man das Horn aber weit besser zum Einsatz bringen als nur hier in der Stadt. Ich kenne Orte, wo wesentlich mehr Ungeschaffene sich rumtreiben. Boah, überleg mal, wenn wir da irgendwann zu diesem Seeschlangenfriedhof fahren oder wenn uns so eine Arche begegnet, da wäre das doch perfekt. Glaubst du, deine Bruderschwestern aus dem Effa-Tempel geben uns das Horn mit? Ja. Nun, so gerne ich so ein Horn hätte, ich glaube, die Valusianer, die brauchen das selbst. Tja, schade eigentlich. Hätte wirklich eine einfache Lösung sein können. Ja. Weiß gar nicht, ob es vielleicht irgendwie noch andere Hörner gibt. Die das gleiche können? Oder können sollen? Von Wind und Wogen reden. Ich wollte morgen nochmal hin. Ja, ich glaube, wir sollten lieber uns etwas überlegen, wo wir uns auch drauf verlassen können. Nicht so ein Horn, wo... Gibt es denn Geschichten, dass das schon mal funktioniert hat? Das Horn? Ja, ich kann dir da jetzt zwar keine konkrete nennen, aber ja. Naja. Das würde ich ja gerne mit meinen eigenen Augen sehen, bevor ich mich auf so etwas verlasse. Ich hoffe, dass wir nicht zu viele Verfolger bei uns auf die Spur bringen, wenn wir erstmal dieses Schwert in unseren Händen halten. Ah ja, apropos, also ich, wir Geweihten des Effort und die Paktiere der seiner Widersacherin, wir haben so eine Nase füreinander. Wir merken das immer, wenn ein anderer in der Nähe ist und wenn wir uns berühren, dann ja, gibt es immer so etwas wie ein kurzes Stechen. Glaubst du, der das Schwert mitbringt, steht auch mit der Säuferin im Bunde? Puh, weiß ich nicht, aber ausschließen kann man es nicht. Das heißt, du willst dich nicht in der Nähe dann aufhalten, wenn die Übergabe stattfindet? Ich wäre auf jeden Fall, oder ich glaube, es wäre unklug, wenn ich derjenige bin, der unter dem Bogen steht. Das sicherlich nicht. Das sollte auch jemand tun, der sich wirklich seiner Haut erwehren kann. Guck dir so ein bisschen... ja, entschuldigend an. Ich glaube, da haben wir besser drauf, ohne dass sie das können. Naja, es gibt ja jetzt hier Steckbriefe von uns allen, ne? Hast du hier schon einen gesehen? Auch nicht, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht geguckt. Naja, wir sollten uns auf jeden Fall nicht offen zeigen. Dunkel wird es ja auf jeden Fall sein, das spielt uns in die Karten. Aber derjenige, der das Schwert übernehmen soll, der müsste dann auch sich ein wenig verkleiden. Okay. Ja, schauen wir mal nach diesem Bogen. Ja, wenn ihr nach unten geht, könnt ihr dort immer noch den Butler erkennen, der hier am Eingang steht, auch Tag und Nacht, also auch wenn es spät in der Nacht ist, wird er hier stehen an so einem kleinen Pult-Podest. Und wenn ihr ihn fragt, wo es denn diesen Ornaldin-Bogen gibt, dann kann er euch eine Karte der Stadt zeigen. Und das ist tatsächlich gar nicht so weit entfernt. Also wir schauen einfach mal auf diese Stadtkarte. Die Beschreibung führt euch dann zu dieser Gasse. Und wenn ihr dann dorthin geht, könnt ihr den Ornaldinenbogen erkennen. Der ist 6 Schritt hoch angebracht und 5 Schritt breiter Spitzbogen im garedischen Stil. Es gibt hier kleine Nischen und dort stehen dann 2 spannhohe Specksteinstatuen, die den Helden Ornald Drachenzwinger darstellen. Mit Drachenlanze, Gerons Blut, Brot und Salz als Opfergabe. Und daher trägt dieser Bogen wohl seinen Namen nach dem heiligen Ornald. 5 weitere Herrscher der alten Mark, Drachenstein, ist hier wohl irgendwo in der Nähe.
Über steinerne Simse könnte man dann auch das Dach dieses Burgs erreichen und auf dem kann man weitere griesgrämig dreinblickende Kaiserdrachen aus Stein erkennen. Der Bogendurchlass selbst ist 4 Schritt hoch, 2,5 Schritt breit und lang. Das Portal überspannt die Wurzelgasse, wo sie über die Brückenstiege einmündet. In den angrenzenden 4-stöckigen Häusern befindet sich ein Spirituosengeschäft und ein Zahnreißer, darüber ein paar Wohnungen. 20 Schritt entfernt liegt die Hutzegasse mit der Taverne zur Sumpfratze, die auch nachts immer noch beliebt ist. 50 Schritt in Richtung Süden liegt die Stadtmauer mit dem Tor zur Torbrischen Brücke. Dahinter befindet sich dann nur noch die Mieser. Und während ihr euch hier gerade umseht, beim Zahnreißer vorbeigeht, könnt ihr wohl auch erkennen, hier, wie hier gerade 2 Personen unter diesem Bogen stehen. Beziehungsweise die eine kniet und die andere steht und es gibt schmatzende Geräusche. Ja, also ich würde dann einfach mal weitergehen, dran vorbeigehen, durchgehen durch den Bogen, so ganz unbefangen umschauen, das wahrscheinlich gesehen haben, was du gerade beschrieben hast. Und ja, ich werde die beiden nicht weiter beachten. Ich habe so eine Vermutung, was die da machen. Sag dann guten Abend und geh weiter. Viel Spaß. Ja, spannend. Murmelt der Mann dir nur noch zu. Und ihr legt doch aber auch drauf an. Verpisst euch. Murmelt der nur noch. Hat euch beide wohl nicht ganz erkannt, wie ihr da mit Robe einmal als Magier, einmal als Geweihter zu erkennen seid. Also ich bin dick in Pelzen eingehüllt. Ich glaube, so viel Magier ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich bei mir. Ja, genau. Also er hat dich nicht erkannt und dementsprechend ist er unhöflich. Immerhin, also wie gesagt, guckt euch das an. Hier diese Gasse. Und die stehen hier gerade unter diesem Bogen und ihr lauft dann eben so an dem vorbei. Das ist... Also die legen es halt wirklich drauf an. Aber da so ziemlich offensichtlich dran vorbeizugehen. Naja gut, ihr habt es gemacht. Okay, das ist da im Osten, ist dann eine relativ große Straße und da links mehr so kleine Gassen, oder? Richtig. Am besten. Also hier Hauptstraße, wirklich, dann mit hier dem Tor. Hier ist dann eine ziemlich hohe Mauer, wo man auch erstmal rüberkommen muss. Und das hier sind dann wirklich sehr kleine Gassen hier dazwischen. Zwischen den Häusern kann man sich wohl auch noch irgendwie vorbeipirschen. Und ansonsten auf den Häusern. Wie gesagt, das sind 4-stöckige Dinger. Da könnte man sich auch irgendwie positionieren, wenn man das wollte. Das wird also dieser Übergabeort sein. Warum auch immer man den hier gewählt hat. Also da oben könnte man irgendwelche Leute mit Bögen hinsetzen. Ansonsten ja, irgendwie den Fluchtweg abschneiden, oder? Tja, also wenn wir nur die Gasse hier unter dem Bogen an beiden Seiten abschneiden wollen, dann sehen die es natürlich sofort, wenn sie von irgendeiner Seite kommen. Ansonsten sind hier viele kleine Gassen, wo man verschwinden kann. Ja. Und was meinst du, wenn wir dort vorne, also bevor wir hier eingebogen sind, war das ein Spirituosenladen? War der dort? Neben dem Zahnreißer, ich glaube, das war einer. Und vielleicht kann man da mit dem Wirt aushandeln, dass man da vielleicht etwas länger in der Nacht bleiben kann. Ah, oder 2 Betrunkene. Brindisia macht so Anführungszeichen. Von uns setzen sich davor. Und verkleiden, ja. Gute Idee eigentlich. Naja, wir müssen das morgen mal bei Tageslicht ansehen. Sicherlich gibt es hier eine Action, die wir jetzt nicht sehen im Dunkeln. Ja, plötzlich wird es ein bisschen heller. Irgendwo ein paar Straßen weiter. Richtung Osten. Da brennt irgendwas. Hab ich was Feuer gefangen? Siehst du was, Brindijan? Ich seh's. Man riecht sogar schon, oder? Lass uns das mal ansehen. Schnell, los. Ja, soweit ist es gar nicht. Natürlich ein bisschen, an der Brückenstiege vorbei, Marktstraße entlang, könnt ihr schon sehen. Ein ziemlich großes Kontor und ja, da sind zwar noch Bauarbeiten gerade im Gang, aber die höchsten Baugerüste haben gerade Feuer gefangen. Und ihr könnt gerade auch sehen, wie da wohl weiteres Glas splittert und eine Person,
Ein Mensch, die in Feuer gehüllt ist, die ganze Kleidung brennt, stürzt aus dem höchsten Turm, gerade nicht draußen. Es dauert wenige Sekunden und dann gibt es ein widerliches, platschendes Geräusch und die Person brennt, wie sie ist, schlägt auf die Steine auf.